fangen wir mal an, jetzt sollten wir die Nachzugladen nehmen. Die noch mit Verpause machen. Wir werden heute sprechen über Microservices mit Erlang. Kurz zu mir, ein paar kurze Worte. Mein Name ist Christoph Utterloh. Ich bin von Walten bei der Türkung. Und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Verhaltenssystem und der Architektur und aber auch mit der Information von Verhaltenssystemen. Und ich als Firma ist hauptsächlich mit Enterprise-Verhaltenssystemen. Das war sehr wenig. Außerdem mache ich noch Open-Source-Software. Ich bin im MacPods-Bereich aktiv. Das ist ein Package-Manager für das OSX-System. Das ist das, was wir erfällig. Unter anderem betreue ich dort auch das Airline-Paket. Das heißt, ich bin nicht 100% mal dran mit dem, was ich über Airline erzählen werde. Worum geht es heute gehen? Einmal geht es natürlich um Microservices. Ich habe ein bisschen Mikro. Ich versuche lauter zu reden. Es wird gehen um Microservices. Ja, da werden wir warum will ich Microservices machen? Was muss ich da erwarten, wenn ich die machen will? Und welche neuen Herausforderungen habe ich da? Und da sollte ich die vielleicht auch besser nicht machen. Im zweiten Teil werden wir dann über Erlang sprechen, über Erlang OTP. Was OTP ist, erzähle ich dann auch noch kurz. Das wird immer zusammen genannt. Da geht es auch um, okay, was ist denn Erlang? Und wie sieht das denn jetzt aus? Welche typischen Merkmale hat Erlang? Und da werden auch ein paar Codebeispiele oder Zeitbeispiele. Und am Ende des Vortrags werden wir dann schauen, wie passt das Ganze denn zusammen? Welcher Zusammenhang besteht da? Oder warum sollte ich den Ausdruck mit Erlang dann verwenden, wenn ich Microservices machen will? Das Ganze jetzt so auf eine Foto von 10.000 Meter passieren, weil sind jetzt zwei Themen, die da besprochen werden. Wenn wir 5.000 Meter und noch Fragen am Ende des Vortrags haben, heißt das, dass wir dann eine Stunde für die ersten beiden Punkte und dann noch 5 Minuten für den letzten. Also, wir sind sehr auf der Meta-Ebene. Nehmen wir los. Microservices. Wer hat denn schon mal von Microservices gehört, bevor er in dem Vortrag hier vor drin war? Also, gestern. Gut. Einfach mal die Hälfte. Und wer davon meinte, zu wissen, was Microservices sind, kann das definieren? Ja, die Hälfte der Hälfte. Das ist ja schon mal ganz gut. Microservices, was sind das? Ja, das ist eigentlich gar nicht klar. Es gibt keine Definition, wie man jetzt so. Man kann das nicht unbedingt bei Wikipedia nachlesen. Vielleicht kann man das schon, ich habe das nicht kontrolliert gestern, aber es gibt keine einheitliche Definition, auf die sich jeder einigen kann. Ich habe jetzt mal den Kern versucht zu erfassen, was denn die Microservices sind. Und das ist nämlich ein Software-System, das aus kleinen Services besteht, die alle self-contained sind und alle isoliert sind voneinander. Und wenn sie miteinander kommunizieren, passiert das nur über das Netzwerk. Das heißt, normalerweise ist das dann so HTTP. Vorhin hat er das gezeigt, HTTP, REST und JSON. Es muss aber nicht so sein, wenn ich zum Beispiel das Performance-Kritische Anwendung habe, kann ich auch ein Binärprotokoll anwenden, das ist Filter. Protokoll, Buffer oder ähnliches. So. Das ist der Kern. Es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die dazukommen. Die werden wir gleich erklären. Aber die passen jetzt nicht nur auf so eine schöne profile Folie, also muss man das nicht einladen. Das könnte auch eigentlich nur ein verteiltes System schreiben, aber vollständig ist das nicht. Also Netzwerk muss da im Spiel sein. Ein Netzwerk kann ich da nicht mehr brauchen. Ich kann ja auch auf dem Rechner über HTTP kommunizieren, dann über das Loopback kommunizieren. Also typischerweise ist ein Netzwerkprotokoll, das ich spreche. Und normalerweise ist es auch verteilt. Also ich kann auf anderen Rechnern landen durch meine Maschinenunterstehen. Aber das ist jetzt kein Zwangkriterium. Wir sehen das gleich noch, wie die Kommunikation abläuft oder das, was das Besondere daran ist. Monolithen. Also wir gehen jetzt mal von der anderen Seite daran, von Microservices. Was gab es denn vorher? Monolithen gibt es, glaube ich, seit ich in der IT arbeite. Und wer hat alle schon an einem Monolithen gearbeitet? Die Hände, die jetzt nicht oben sind, das sind keine Entwickler, oder? Was machen die? Haben die das übersprungen oder sind die so jung und
Anwendung Stack mit Microservices. Ich weiß nicht, aber typischerweise, wenn ich eine Anwendung entwickle, ich will das erstmal ein. Komm, packe ich da alles rein, alle Funktionen, die ich habe. Es gibt also auch eigentlich keinen Grund, Stack mit Microservices anzufangen. Monolithen haben aber Eigenschaften, die jetzt nicht so besonders günstig sind. Sie wachsen ständig. Es ist eine Einbahnstraße, ein Monolith wird typischerweise immer größer in seinem Leben. Das hat Auswirkungen, und zwar, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit sinkt. Da kann ich auch nicht viel denken. Das hat verschiedene Faktoren, warum das so ist. Also einmal wird, desto größer der Monolith ist, desto unübersichtlicher wird das. Desto eher muss ich mich mit anderen Teams abstimmen oder Änderungen abstimmen. Die Turnaround-Zeit für den einzelnen Entwickler wird halt recht groß. Also wenn so ein Bild 45 Minuten dauert und danach eine Test-Suite, wenn ich denn eine Test-Suite habe, auch nochmal 45 Minuten nach einer Änderung, dann dauert das halt unglaublich lange, damit ich irgendwelche Änderungen einbringen kann. Ein anderes großes Problem ist die Wartbarkeit. Ne? Das ist klar, wenn ich ein unübersichtliches Projekt habe, die Wartung intensiv, kostenintensiv und auch schwierig. Dagegen kommt die Microservice-Architektur ganz neu. Naja, ganz so neu nicht, aber es ist halt jetzt nicht so lange. Man hat ja gesehen, die Hälfte hat das schon mal gehört, nur wenige haben damit überhaupt gearbeitet bis jetzt. Und die verspricht halt, dass sie diese Probleme, die die Monolithen haben, halt angeht. Eine deutlich schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit, mehr, also leichtere Wartung des Systems. Und, weiß ich, New, ich habe das erste Mal, glaube ich, vor 3 Jahren von dem gehört, 2012 ungefähr. Ich habe mal nachgeschaut, also eigentlich kommt das im Jahr 2011. Das ist aber nicht so lange, wenn man bedenkt, dass die Monolithen jetzt seit 30, 40 Jahren da sind. Wie sieht das nun aus? Wir haben jetzt hier das monolithische System typischerweise mal gemacht. Und da haben wir eine ganz einfache Verschichtenarchitektur. Es gibt irgendwie ein UI, eine Geschäftslogik, eine Persistenz, also eine Datenhaltung. Das ist typischerweise eine SQL-Datenbank, nicht die SQL oder Oracle oder Postgres. Und da drin habe ich halt verschiedene Module, oder möchte ich gerne Module haben, die irgendeine Funktionalität bereitstellen. Der Vorredner hat das anhand eines E-Commerce-Shops zum Beispiel auch dargestellt, also ich habe da einen Warenkorb gestellt und so weiter und so fort. Na, schön ist, wenn man hier solche schönen Zeichnungen macht, da sieht alles super getrennt aus. Ne? Hier gibt es so schöne gerade Linien, alles getrennt. Das stimmt aber nicht. Also das stimmt, vielleicht für die Trennung von UI, Geschäftslogik und Datenhaltung. Also das kriegen wir, glaube ich, im Moment ganz gut schon hin, da eine vernünftige Trennung einzuspielen. Aber auf dieser Modulebene, da sieht das immer nur so aus. Also in den meisten Projekten, in denen ich so unterwegs bin, hat man da irgendwelche wilden Kreuz untereinander, also schönen Spaghetti-Code, alles ist mit allem verbunden. Und das hat einen Grund, und zwar weil jetzt, ich spreche jetzt über Enterprise-Projekte, die Laufzeitumgebung und die Programmiersprachen, die wir so benutzen typischerweise, die bieten uns keine Möglichkeiten, vernünftige Grenzen dort zu ziehen. Also es gibt da halt keine vernünftige Isolation. In Java ist es kein Problem, dass ich sage, Modul X instanziere ich eine Klasse von Modul Y und habe dabei erstmal eine Kopplung erschaffen. Das kann ich nicht so leicht verhindern. Ich habe vorhin in der Keynote gelernt, in OCaml ist das alles besser, da ist alles schön modularisiert, aber OCaml ist übersteigt meine kognitiven Fähigkeiten von dem Typsystem. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall nicht in dem Umfeld gelöst. Dagegen können wir uns anschauen, wie würde so eine Microservice-Architektur aussehen. Das heißt, okay, wir haben die verschiedenen Services, die jetzt die Funktionen übernehmen, die in dem Schaubild vorhin die Module übernommen haben. Und jeder dieser einzelnen Services hat halt seine eigene UI, seine eigene Geschäftslogik und seine eigene Daten. Das müssen wir nicht haben, also man braucht nicht für jeden Service braucht eine eigene UI, es gibt auch UI-lose Service und auch nicht jeder Service braucht seine eigene Datenhaltung. Aber wenn Sie das brauchen, dann haben Sie das bei sich. Und wenn Sie mit anderen Services sprechen, machen Sie das über das Netzwerk. Oder wenn wir sagen, etwas verfeinert sagen, über Netzwerkprotokolle. So. Und wenn ich so eine Architektur benutzen will, dann hat das eine ganze Reihe von Auswirkungen. Und zwar nicht nur auf der technischen Ebene, sondern auch auf der kognitiven Ebene. Also das heißt, hier geht es um die Frage, wie viel von diesem System kann ich denn als Entwickler überhaupt verstehen? Also es gibt halt Untersuchungen, dass man zum Beispiel 20.000 Zeilen Code im Kopf behalten kann und sich darin auskennt. Aber wenn es darüber geht, halt, muss man Dinge nachschlagen oder wieder nachschauen und anderes wie verdrängt.
Und beim Monolithen, wir fangen an beim Microservice, wenn wir auf der Ebene des einzelnen Services sind, dann ist das halt viel einfacher zu verstehen. Das ist auch logisch. Also wenn ich jetzt 2000 Zeilen Code habe oder 20.000 Zeilen, die kann ich noch verstehen. Wenn ich einen Monolithen habe, der 2 Millionen Zeilen Code hat, dann wird das recht schwierig, den komplett zu durchdringen. Das ist halt nicht einfach. In den Microservices haben wir natürlich jetzt umgekehrt ein Problem. Ne? Existieren ja doch nicht völlig isoliert voneinander, sondern die kommunizieren miteinander. Und da wird es halt schwierig. Das große Ganze davon kann ich halt nur noch sehr schwer erfassen. Also, welche Service gibt es überhaupt? Welche Funktionalitäten stellen wir dabei? Beim Monolithen kann ich das auf ein Repository ausstecken, die IDE tun, und dann kann ich einfach sagen, okay, ich springe von Modul A nach B, Code-Navigation macht mir das ganz leicht, oder ich kann mich mit einem Debugger dranhängen und vielleicht da durchswerten. In der Microservice-Architektur kann ich das nicht so einfach tun, sondern da muss ich mich halt darauf verlassen, welche APIs da geschrieben sind oder wenn ich in den Code des einzelnen Services bin, welches API ruft der denn auf und was erwartet er vielleicht. Da muss ich mich vielleicht auf die Kommunikation verlassen. Das ist halt also an der Stelle auch schwieriger. Eine weitere Dimension, die Microservices beeinflussen, ist die Organisation. Ganz wichtig. Das ist auch nicht technisch, aber wenn ich Microservices mache, dann habe ich einen ganz anderen Schnitt meiner Komponenten. Wir haben das schon gesehen, normalerweise schneide ich Komponenten vielleicht in so einer Schichtenarchitektur auf, um technische Belange, wie UI und Geschäftsprobleme. Wenn ich eine Microservice-Architektur benutze, dann schneide ich meine Komponenten, also mein Service, üblicherweise meine Geschäftsaktivität, der Warenkorb zum Beispiel. Und ich bin für alles davon verantwortlich. Von vorne bis hinten. Das heißt, es sind nicht mehr Projekte, es sind Produkte, in denen ich arbeite. Mein Microservice ist das Produkt, das ich herstelle. Ich arbeite nicht mehr im Projekt Feature XY, mit dem ich implementiere. Damit ich das machen kann, damit ich mich überhaupt diesen Schritt wagen kann, muss ich meine Teams anders organisieren. Und zwar muss das funktionsübergreifende Teams sein. Also das kann ich mehr haben als ein UI-Team oder ein Backend-Team. Datenbankadministrator, sondern die müssen alle in einem Team sein. Und auch die Betriebler müssen in diesem Team sein. Weil wer das System baut, der muss es auch betreiben. Und zwar, das ist ein Zitat von Werner Kofitz, das ist der CTO von Amazon. Das heißt, wir haben so eine Organisationsstruktur und dort ist derjenige verantwortlich, einen Service zu betreiben, den er auch gebaut hat. Und das hat auch gute Gründe. Wenn ich eine Microservice-Architektur benutzen will, dann kommt eine erheblich größere Belastung auf den Betrieb zu. Also es gibt mehr Deployments, es werden wahrscheinlich in einer viel höheren Frequenz Deployments vorgenommen. Ich brauche ein größeres Monitoring, die Infrastruktur wird komplexer. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Betrieb nicht unglaubliche Reserven vorher hatte, dann wird er das nicht schaffen. Das heißt, ich muss den Betrieb mit in die Füße tragen. Und der andere, für den Entwickler etwas gemeiner Punkt ist halt auch so, damit wird ein bisschen Druck aufgebaut. Sobald ich dafür verantwortlich bin, meinen Service zu betreiben, dann kann ich nicht mehr hingehen und sagen, ja, ist mir egal, ich mache jetzt das mal so, ich will mal hier die Abkürzung, dass den Betrieb, der muss sich drum kümmern, sondern wenn ich dreimal nachts angerufen wurde, Alarm, mein Service läuft nicht, weil ich die Abkürzung genommen habe, dann werde ich es dann beim nächsten Mal wahrscheinlich richtig machen. Es gibt natürlich auch wichtige technische Dimensionen, auf die sich Microservices auswirken, wenn ich meine Microservice-Architektur habe. Da müssen meine Microservices anders aussehen. Ich brauche robuste Services, also Fehlertoleranz und Resilienz sind hier die Stichworte. Beim Monolith ist es einfach. Wenn also ein Methodenaufruf, Funktionsaufruf oder ein Prozeduraufruf, der schlägt erstmal nicht fehl. Und wenn der fehlschlägt, dann ist das wahrscheinlich das ganze System, also der Speicher ist ausgegangen oder so, da kann ich nicht mehr viel tun. Wenn ich aber mit anderen Services spreche, über das Netzwerk, dann muss ich immer damit rechnen, dass der Service vielleicht nicht da ist oder dass das Netzwerk mal gewackelt hat und meine Anfrage gestellt hat. Das heißt, ich muss darauf reagieren können und darf nicht direkt das ganze System unterstützen. Ich muss auch verhindern, dass Fehler kaskadieren. Das heißt, ein Service ist da und antwortet nur sehr langsam und das geht. Was weiß ich, von dem Warenkorb oben bis runter durch drei verschiedene Services und dann stauen sich die Briefquests an. Und nur weil einer fehlt,
kriegen wir die anderen Services auch in die Ohren. Das heißt, ich muss zum Beispiel Circuit Breaker Pattern anwenden. Das heißt, wenn ein Service nicht antwortet und ich kriege eine Anfrage und ich brauche diesen Service, dann muss ich sofort sagen, nee, geht gerade. Und ich warte nicht, ich mache nicht irgendeinen blockierenden Aufruf. Was ich auch brauche, ist asynchrone Kommunikation unter den Services untereinander. Der lokale Methodenaufruf, der kostet halt sehr wenig Zeit, also Nanosekundenbereich. Wenn ich aber über das Netzwerk gehe, dann bin ich auf einmal Millisekundenbereich. Dann hat es halt eine gewisse Latenz, nicht wahr? Und die addiert sich auch noch auf, wenn ich zum Beispiel drei verschiedene Services habe und synchron kommuniziere, muss ich halt warten, dass das Ergebnis von allen, also hintereinander, ein auf, dann weiß ich, 100 Millisekunden, dann fängt es den anderen auf, weiter 100 Millisekunden, den dritten auf, der braucht nochmal 200, die bei 400 Millisekunden. Wenn sich das durchs System geht, habe ich Antwortzeiten oben, die da nicht mehr tragbar sind. Und das andere ist, warum ich das brauche, wenn ich synchrone Kommunikation habe, blockiere ich halt wertvolle Ressourcen. Weil ich Werbung kann ich fest blockieren oder in anderen, was weiß ich, bei Node.js, wenn es gut läuft, blockiert die Event Loop und das System steht. Also auf jeden Fall sind, ist die Kommunikation immer asynchron. Und gerade gesagt, Netzwerkaufrufe sind sehr teuer. Das heißt, meine Interfaces muss ich ganz anders erschneiden. Wenn ich jetzt normal, wenn ich objektorientiert vorgehe, habe ich dann ein sehr, sehr feingranulares Interface und ich kann irgendeine Operation auf einem Objekt auszuführen mit diversen Methoden aufrufen, das hintereinander machen und sozusagen das endgültige Ergebnis zu kriegen. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich über das Netzwerk gehe. Das heißt, ich brauche ja ein sehr grobes Interface, mit dem ich dann direkt die Operation in einem Schritt ausführe. Ich will halt also Requests will ich vermeiden. Also brauche ich grobe Interfaces, jedenfalls an den Außenschnittstellen der Microservices. Und was ich brauche Monitoring. Also ich muss, mein Service muss mir Optionen bieten, die ich ihn monitoren kann. Und zwar im Hinblick auf technische Metriken, wie viele Requests verarbeite ich pro Sekunde, wie lang ist die durchschnittliche Verarbeitungsdauer von einem Request, wie viele 99% der Requests werden in Zeit XY bearbeitet und so weiter. Und ich brauche auch geschäftliche Metriken. Zum Beispiel, wie viele geschäftliche Transaktionen, also Bestellungen sind denn jetzt da durchgelaufen. Die muss ich anbieten. Sonst hätte ich dieses Ding nicht betreiben können. Weiterer Punkt, den ich brauche, ist die Infrastruktur muss weitestgehend automatisiert sein. Das ist immer eine gute Idee, selbst bei einem Monolith ist das eine gute Idee. Das schmerzt es aber nicht so, wenn es nicht so ist. Aber wir haben ja gesehen, oder das habe ich gerade erwähnt, der Betrieb, der muss halt deutlich mehr Aufgaben übernehmen. Das heißt, der wird lang unter haben, wenn die meisten Sachen, die hier bestimmt, also der typischerweise eine Infrastruktur hungert, wenn diese nicht automatisiert sind, beziehungsweise in dem Modell gibt es ja auch keinen Betrieb mehr, sondern das bedeutet in einem Team, in Betriebs-Services, die dafür verantwortlich sind, die Sachen nicht automatisiert sind, dann werden die hauptsächlich damit beschäftigt sein, die Infrastruktur im Laufen zu halten, aber nicht damit die Features zu entwickeln. So. Da sind eine ganze Menge Sachen, die eine Microservice-Architektur in meinem Unternehmen umholen und mir vielleicht an den Köpfen umholen und in der Team zusammensetzen, aber ich kriege eine ganze Menge an Vorteilen daraus. Also A, das war das erste, klar, es ist die Entwicklungszeit schneller. Wenn ich die Business-Brille aufsetze, dann steht da hier ein Time to Market. Das will ich erwähnen, das habe ich erwähnt, was das Problem bei den Monolithen ist. Aber ich habe noch mehr Vorteile. Ich kann leichter skalieren. Ich merke irgendeiner der Microservices an seiner Kapazitätsgrenze, dann kann ich eine weitere Instanz daneben stellen und die Last verteilen. Bei Monolithen geht das nicht so einfach. Also Module kann ich nicht skalieren. Ich kann nicht das Modul duplizieren in den Monolithen und dann geht es schneller, sondern ich muss den ganzen Monolithen nehmen und den zweiten Monolithen dahin stellen. Das heißt, ich verschwende jede Menge Ressourcen, indem ich viele Dinge skaliere, die überhaupt keinen Skalierungsbedarf in dem Fall haben. Ich bin sehr flexibel in der Implementierung. Und das heißt, ich kann bei dem Microservice halt die Programmiersprache auch in Erlang zum Beispiel, werden wir gleich drauf kommen, warum ich das eine gute Idee finde. Ich könnte aber auch Go nehmen, ich kann JavaScript Node.js nehmen, ich kann die Frameworks meiner Wahl einsetzen, ich kann die Datenhaltung, gebe ich ein, auch keine SQL-Datenbank, typischerweise ist ein Enterprise-Umfeld, sondern vielleicht brauche ich für diesen Service vielleicht einfach einen super schnellen Key-Value-Store, aber keine Transaktionssicherheit. Oder eine Datenbank, dann vielleicht auch File-System, einfach für die paar Daten, die er haben muss. Ganz verschieden. Der Monolith hingegen hat dabei ein Problem. Da wurden Technologieentscheidungen irgendwann getroffen. Und zwar meistens nicht in dem Kontext,
in dem jetzt mein neues Feature entwickelt wird. Und dann passt das halt nicht so zusammen. Dann muss ich halt immer drumherum arbeiten. Neue Entwickler, die dazukommen, die neue Team kommen, können natürlich viel schneller arbeiten. Das ist die kognitive Dimension, hatten wir gerade. Also es ist leichter zugänglich. Ich muss nicht Millionen Codezeilen lesen, vielleicht Handbücher lesen und was es sonst noch so gibt an Artefakten. Und der letzte Punkt ist die Wartbarkeit auf Teile des Systems, also konkret einzelne Microservices, kann ich auch, die falsche Technologie, weil betroffen auch mal wegschmeißen und neu schreiben. Aber wie wird das wohl nicht so gehen, dass ich einfach sage, schmeißen weg, ich schreibe das alles mal neu. Solche Projekte scheinen dann üblicherweise. So, bevor ich damit anfange, über oh, Microservice, alles super, mache ich, gibt es so ein paar Mindestvoraussetzungen, die ich habe, um dann, damit das nicht im Desaster. Das heißt, ich muss das ganze System monitoren können. Also wir haben gesagt, der Service muss das anbieten, aber ich muss das auch machen. Der Kollege vorher hatte die Singer vorgestellt, es gibt Nagios, es gibt halt verschiedene Systeme, mit denen man das machen kann, wo ich einen Gesamtüberblick über das System habe. Wo ich dann rechtzeitig sehe, oh, der Service wird langsamer, das wird Auswirkungen haben, vielleicht auch andere Services, den muss ich vielleicht skalieren, weil er an seiner Kapazitätsgrenze ist, muss also das Gesamtsystem monitoren. Logs sollte ich zentral halten. Also wenigstens zentral aggregieren und auch sichtbar und durchsuchbar machen. So, weil wenn ich sonst auf die Fehlersuche gehe und ich muss halt für mich auf X-Servern einloggen, das wird nicht funktionieren. Und ich muss in der Lage sein, dass ich so einen Dienst, der noch Internet geht, hat, was weiß ich, die Bestellung, den muss ich über Systemgrenzen, also innerhalb über Servicegrenzen hinweg verfolgen können. Indem ich den zum Beispiel eine eindeutige ID gebe, die das gesamte System nicht beschreibt. Oder weil wenn ich dann da kann, der Kunde anruft und sagt, da die Bestellung hat nicht funktioniert und ich versuche das wieder rauszukriegen, dann muss ich halt irgendwie eine Korrelation zwischen dem schaffen, was in dem System passiert ist. Und von der Automatisierung muss ich mindestens das Deployment automatisch schauen und auch bei Deployment steht nicht die Konfiguration mit drin und auch die Provisionierung, das heißt, wohin deployt das auf Maschinen, die müssen halt auf Knopfdruck auch da sein. Also wenn ich im klassischen Enterprise-Umfeld bin, die ihr eigenes Rechenzentrum und Scanner haben und die brauchen 3 Monate, bis die Hardware bestellt ist und da ist und 1 Monat, bis das Ding konfiguriert ist, dann kann ich das nicht machen. Dann habe ich nichts von den Vorteilen, dass ich da sehr schnell entwickeln kann oder auch skalieren kann. Da funktioniert das halt nicht. Und sagen wir mal, das haben wir jetzt alles geschafft. Das ist die Voraussetzung habe ich. Dann habe ich ganz neue Herausforderungen, die ich überwältigen muss. Denn ich muss halt den Monolithen entwickelt, ja. Da gibt es spezielle Voraussetzungen, bei den Microservices gibt es die auch. Es ist einmal noch unklar, wie setze ich eigentlich die Grenze, was soll so ein Service können? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Also die kann man meistens erst im Nachhinein beantworten. So, wenn man das System entwickelt hat, dann weiß man, aha, so jetzt soll es besser gehen. Ich habe da ehrlich gesagt keine Empfehlung, was man da bis jetzt machen kann. Dann muss ich aufpassen, okay, welche Zusicherungen bieten denn meine APIs? APIs können sich dann natürlich ändern. Muss ich die vielleicht versionieren? Wer steuert das Ganze? Das Testen wird sehr schwierig, weil also das, ich muss halt mit anderen Systemen sprechen. So ein Setup kann ich halt nicht auf meinem Laptop herstellen, da muss ich viel mit Mox arbeiten. Mox halte ich aber nicht immer so gut wie der. Das ist halt nicht einfach und ich brauche auch ganz andere Testfelder. Also Netzwerkausfälle muss ich dann auch gleich mal testen oder Serviceausfälle muss ich testen. Also das wird schwieriger. Und das Refactoring wird auch schwieriger. Nicht das Refactoring innerhalb des Services. Das ist gleich, wie ich das auch noch gesehen habe. Aber wenn ich die Service-Grenzen nicht hingezogen habe und seine Funktionalität von einem Service in den anderen verschieben, das Refactoring, das wird halt auch sehr schwierig. Klar, verteilte Systeme, ich habe das vorhin schon genannt, da kann viel schief gehen, es gibt die Latenz. Das Netzwerk ist nicht zuverlässig. Es könnte sein, dass es ein Netzwerk-Split gibt, dass also verschiedene Teile des Netzwerks sehen, das ist dann mit der Datenkonsistenz. Die Bandbreite ist auch nicht unbegrenzt. Es gibt jede Menge Beispiele, die wir haben. Und wenn ich das extrem treibe und sage, oh, jetzt kann ich endlich mal Go nehmen oder ich kann endlich mal Erlang gehen oder ich wollte ja auch schon immer einen React-Store mal ausprobieren, dann habe ich auf einmal, als Entwickler macht man das ja gerne, ich mache das auch gerne, ne, wenn man sich nicht hinspielt, dann habe ich auf einmal x Technologien, die ich aber auch irgendwie langfristig vielleicht supporten muss. Das ist halt auch schwierig. Und bei vielen Technologien, die man dann so typischerweise einsetzt, die neu sind, weiß ich auch gar nicht, gibt es die in 5 Jahren noch? Gibt es die noch so, wie sie heute aussehen? Also AngularJS, was wir in der Store, die wir da gesehen haben, ist AngularJS 2.0 noch drauf. Und alles ist anders, das muss ja funktionieren.
muss ich halt auch berücksichtigen. Es gibt einen Haufen Fragen dazu, klar. Microservice impliziert halt eine gewisse Größe, aber wie groß ist eigentlich Microservice? Das weiß man nicht. Da sind die Meinungen auch sehr verschieden. Manche sagen, ja, 200 Zeilen, 500 Zeilen. Manche sagen 20.000 Zeilen. Manche sagen, es ist egal, wie viele Zeilen. Ich muss eine Domäne abbilden. Und wenn die Domäne halt komplex ist, dann sind es halt viele Zeilen. Und wenn die Domäne einfach sind, sind es wenig Zeilen. Das ist noch keine Antwort. Dann ist die Frage, okay, ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? SOA gab es schon vor 10, 9, 20 Jahren. Und schon ist unbeantwortet die Frage. Manche sagen, ja, das ist SOA, so wie man es machen sollte. Manche sagen, das ist eine Teilmenge, so kann man SOA machen. Andere sagen, nein, das ist auf keinen Fall SOA, weil SOA hat irgendwie große, smarte Middleware, Enterprise Service Bus oder Message Queues oder sonst wie da drin, das ist was ganz anderes. Da ist das Problem, dass weder Microservice fest definiert ist, noch SOA eigentlich wirklich definiert ist. Oder es gibt bessere Definitionen von SOA, aber nur auf dem Papier und nicht in der Realität. Also, dann sagen wir, wenn wir das machen, also sehr vielversprechend, gerade für Unternehmen, in denen es viele Änderungen gibt, die schnell am Markt sein müssen, dann kann das eine gute Lösung sein, aber man sollte sich genau überlegen, wo man startet. Also man muss die Frage beantworten, kann ich das organisatorisch machen, kann ich solche Teams überhaupt zusammenstellen, also funktionsübergreifende Teams, habe ich den Betrieb soweit, dass ich die Automatisierung da habe, und ist mein Monolith überhaupt ein Problem, also ist der schon so groß, dass er ein Problem ist. Die Frage sollte ich mir vorher stellen. Kurz hier, den Gartner Halbcycle kennt ihr jeder? Wer kennt ihr nicht? Okay, kenne ich alle, erkläre ich kurz. Das ist halt Gartners Marktforschungsgruppe und ich zeige halt so eine Art Technologie-Lebenszyklus so in den Medien, was so passiert. So, und da gibt es halt irgendwo den Trigger, dann kommt das mal auf, sagt einer ganz toll. Und dann geht er halt los, ist ganz überall sichtbar. Man sieht das hier, ich halte einen Vortrag sowas, das ist gut. Kollege hat einen Vortrag da gehalten. Es gibt hier in Berlin, ich glaube, im nächsten Monat eine ganze Konferenz, die nur um Microservices geht. Und Ende letzten Jahres auf der WTAX-Konferenz in München. Da gab es einen ganzen Microservice-Tag. Ein Jahr davor gab es keinen einzigen Vortrag dafür. Man steigt gerade an wie eine Rakete. Und es gibt große Erwartungen dann dabei. Und irgendwann erkennt man doch, oh, das ist aber doch nicht das neue Silver Bullet. Und dann sind alle Leute desillusioniert. Und irgendwann fängt sich das dann ein, dann weiß man, wie es geht. Und wir sind, glaube ich, jetzt hier, noch vor dem Peak. Also es wird noch kommen. Das heißt, man sollte vielleicht auch da ein bisschen konservativ sein mit seinen Erwartungen. So, zweites Thema ist Erlang-OTP. Was ist Erlang? Wer hat schon mit Erlang zu tun gehabt? Okay, von Leute auch schon professionell damit oder nur gespielt? Okay. Erlang ist eine Programmiersprache und auch eine Laufzeitumgebung und eine virtuelle Maschine, auf der die auf der Sprache läuft. Also OTP steht für Open Telekom Plattform, das sind halt Bibliotheken und Tools und Designpatterns, mit denen ich verteilte Systeme machen kann, bewusste verteilte Systeme. Und Erlang ist auch schon ziemlich alt. 1986 rausgekommen, also schon fast 30 Jahre. 1998, glaube ich, wird es dann Open Source gestellt, ist von Ericsson. Und kam hauptsächlich in einer Problemdomäne zum Einsatz Telefonswitche. Sollte man gebraucht werden. Ich glaube, Telefonswitche machen. Und durch diese Problemdomäne haben sich gewisse Sachen ergeben. Oder nein, die Problemdomäne, ich beschreibe dir gleich noch, was da alles ist. Und dadurch hat sich Erlang so entwickelt, wie es heute ist. Und das sollte man verstehen, um zu sehen, gleich, warum das gut zum Microservice ist. Also einmal. Es muss fehlertolerant sein, und zwar nicht nur gegenüber Softwarefehlern, auch gegenüber Hardwarefehlern. Also so ein Switch kommt halt irgendwann in einen Verteilerkasten, der steht irgendwo, und der kann mal kaputt gehen. Das kann ich halt nicht durchgehend so einfach mal warten, da mal hinfahren. Wenn der in der schwedischen Pampa steht, dann ist das halt ein Problem. Also muss der auch gegenüber Hardwarefehlern tolerant sein. Das sollte einfach auch weiterlaufen können. Daraus ergibt sich, ich muss ein verteiltes System haben. Wenn die Hardware kaputt geht, muss ich halt irgendeine andere Hardware auch daneben haben. Wie weiterlaufen. Ich muss auf einen Takeover gehen. Also es ergibt sich direkt daraus, ich brauche ein verteiltes System. Und was ergibt sich noch daraus? Wenn die Switches weltweit irgendwo verteilt sind und nicht so leicht wartbar sind, die müssen durchgängig laufen, ne? Das ist klar. Auch im Falle von Wachen, also auch im Falle von Software-Updates. Das ist nicht so wie bei der Telekom, wo dann das Voice-over-IP-Netz einfach mal hier ausfällt und keiner mehr telefonieren kann. Sollte also durchgängig, nonstop laufen.
Und das ist halt Hardware, die irgendwo steht und wird halt nicht mal im Jahr, das wird nicht ersetzt. Das heißt, die muss über Jahre laufen. Die Software auch muss also sich halt trotzdem Vorteile entwickeln. Und daraus haben sich gewisse Prinzipien abgeleitet, wie denn so ein, also da gab es das sehr lange jetzt in der Form noch gar nicht, wie müsste denn eine Lösung dafür aussehen? Das heißt, ich brauche leichtgewichtige Nebenläufigkeits, eine Lösung für leichtgewichtige Nebenläufigkeit, ich muss asynchron kommunizieren können, Teile des Systems müssen voneinander isoliert sein, was in einem Teil des Systems passiert, darf den anderen Teil nicht beeinflussen. Ich muss Fehler behandeln, das heißt, das System muss Fehler erkennen und mit denen umgehen können. Ich möchte gerne eine einfache Sprache haben, aber trotzdem kein Level. Und diese Lösung, die da ist, also es gibt, man kann ich nicht als Lösung oder als Produkt verkaufen, sondern ich kann höchstens Werkzeuge bereitstellen, um diese Probleme zu lösen. So, wie sieht das aus? Was ist daraus geworden? Also daraus geworden ist Erlang, das ist einfach eine Programmiersprache, funktional, High Level. Die Syntax ist angelehnt an Prolog, das macht viele Leute, die so C- und Java-Syntax kennen, etwas nervös, die kann ein bisschen anders aus, wer Prolog kennt, hat damit aber keine Probleme. Das hat einen historischen Grund, die ersten prototypischen Implementierungen waren halt basiert auf Prolog, und dadurch kann die Syntax verleihen. Das ist dynamisch typisiert, und es gibt nur sehr wenige Datentypen, und ich kann auch keine neuen Datentypen definieren. Das hängt damit zusammen, wenn ich ein verteiltes System habe, ist es schwierig, wie bringe ich dem anderen System denn einen neuen Datentyp jetzt bei, ohne dass er das kennt, wenn ich das kennt. Das heißt, wir müssen auch den gleichen Code haben. Schwierig, macht die Implementierung auch einfach. Das ist sicher, das heißt, es gibt irgendwie keine Pointer oder irgendwie Low-Level-Memory-Management-Funktionen, die es im Sinn hat. Pattern-Matching findet sich überall drin, das ist ein Grund, warum Erlang-Code sehr kompakt ist. Rekursion, ja, das ist die einzige Möglichkeit, die ich Dinge wiederhole, weil es gibt keine Schleifen, keine Vor-, keine Weiß, es gibt keine Schleifen, also wenn dann Rekursion nehmen. Daten sind prinzipiell erstmal unveränderlich und was viele Anfänger da auch probiert, auch Variablen. Also wenn ich eine Variable einmal zugewiesen habe, dann kann ich ja nichts Neues zuweisen. Was dann so schöne Konstrukte gibt wie x10, x20, x30, dann damit ich irgendwie dann noch dazwischen komme, sieht dann komisch aus. Kurz, wie sieht das dann eigentlich aus? Okay, das ist hier ein einfaches Programm, um das Modul zu berechnen. Da Modul, alles was in einer Datei als Modul deklariert wird, gehört zusammen. Und nur was ich explizit exportiere, kann ich auch von außen zugreifen. Hier wird eine Funktion exportiert, Factorial, und die 1 heißt mit einem Argument. Ich habe hier zwei Funktionen insgesamt drin, und zwar ist das Factorial zu überladen. Einmal mit einem Argument und einmal mit zwei Argumenten. N, Großbuchstaben sind immer Variablen, da sieht man die Anlehnung an Prolog, das ist auch so. Und hier, also wenn ich das aufgucke, das ist die von außen nicht da und ich will die Kapazität berechnen, okay, gibt es eine kleine Prüfung, das ist überhaupt positiv. Und dann drückt er einfach auf die Funktion mit zwei Parametern, gibt einen Akkumulator mit, das ist anhand von 1, gut. Das hier ist auch eine Funktion, auch wenn zwei Klauseln hat. Sieht man hier jetzt ein Semikolon, das sind zwei Klauseln und hier auf den Pattern Matching Anteil. Das heißt, es geht von oben nach unten, wenn die Argumente sind. Null, also wenn das erste Argument 0 ist, dann gebe ich einfach hier ab zurück das zweite Argument zurück. Der letzte Teil einer Klausel oder einer Funktion ist immer implizite Rückgabewert, es gibt also kein explizites Return. Wenn das nicht matcht, dann wird er hier immer reingehen, weil ich hier zwei Variablen habe, das kann bedienen werden. Und ich rufe es einfach rekursiert auf, wenn wir ein um 1 definiert und der Akkumulator wird einfach nicht. Muss man jetzt auch nicht unbedingt alles verstehen in der Mitte der Zeit, nur um einen kleinen Eindruck zu geben. Wie sieht die Nebenläufigkeit aus? Prozessbasiert. Und zwar Prozesse, nicht die Betriebssystemprozesse, sondern Neural-Prozesse. Das heißt, auf der Maschine hier, auf meinem Laptop, jetzt etwa nur 3 Jahre alt, kriege ich 1 Million Prozesse. Auf dem Raspberry Pi habe ich es ausprobiert, habe ich über 200.000 Prozesse. Und habe sehr leicht gemacht. Sehr leicht geht. Prozesse sind voneinander isoliert, also was im Prozess A passiert, hat keinen Einfluss darauf, was im Prozess B passiert. Und Prozesse werden eigentlich für alles benutzt. Nebenläufigkeit, aber auch wenn ich State habe, handle ich den mit einem Prozess. Das ist typischerweise irgendeine Loop im Prozess, die immer wieder den State, also die Funktion, hat einen Loop, ruft sie immer wieder selbst aus und der State wird einfach immer richtig. Und was ich damit natürlich super machen kann, ist Parallelität, also ausführen, ich kann alle Cores ausführen.
Was sich daraus ergibt, es gibt keine globalen Daten, wo alle Prozesse darauf zugreifen können, sondern ich muss dann mit den Prozessen kommunizieren, die hier für die Daten halten. Wie kommuniziere ich? Über Message Passing, das heißt asynchron das Message Passing, und sind so zwei einfache Operationen, die da sind. Fire and Forget Send, das heißt ich sende, und ich kriege aber auch keine Rückmeldung, ob das angekommen ist. Lokal kommt es immer an, klar, aber da es auch verteilt sein kann, kann das auch mal schief gehen. Und Selective Receive heißt, ankommende Nachrichten kann ich aussuchen, welche ich bearbeite und welche nicht. Ich muss nicht jeder antworten. Alle anderen Kommunikationsinteraktionen oder Prozesse darauf werden auf diesen beiden Primitiven aufgebaut und sind dann halt Bibliotheken, also die Effektivbibliotheken und so weiter und so fort. Hier noch ein Beispiel, das ist zwei Prozesse, die Ping-Pong spielen. Ja, das kriegt man in anderen Sprachen so kaum auf eine Slide. Relativ einfach, die zwei Funktionen, die man hier guckt, hier das Ausrufezeichen ist, ein der Send-Operator, das heißt, hier wird jemand den Exit gesendet und Receive heißt, ich empfange Nachrichten. Hier sieht man das Selective Receive, ich matche entweder auf diese Nachricht oder auf Exit und alles andere ist mir egal. Richtig? Error Handling. So, was will ich nicht haben? Ich will nicht haben, dass ich überall irgendwie abprüfe, ist jetzt irgendwas schief gegangen. Also in C hätte ich immer irgendwelche If-Kaskaden oder ein Go-If-Kaskaden. In Java hätte ich bei Cache. Ja, mache ich das nicht. Ich programmiere nur für den Fall, dass es gut geht. Und wenn nicht, dann crasht das halt. Ist mir egal, der Prozess crasht. Wer kümmert sich um einen anderen Prozess? Und wie mache ich das? Ich kann die beiden verbinden, entweder mit einem Link oder meinem Monitor. Das eine ist bidirektional und das andere ist unidirektional. Und damit baue ich sogenannte Supervision Trees aus. Wie sieht das aus? Wir haben jetzt hier die Kreise sind Prozesse. Es gibt irgendwo einen Supervisor, einen anderen Supervisor, mit dem er verlinkt ist. Und darunter sind Worker-Prozesse, die tun irgendwas und die zusammenhängende Arbeit verrichten, die gehören unter einen Supervisor. Stellen wir uns mal vor, die hier drin, das sind HTTP-Server und die beiden würden einen HTTP-Request arbeiten. Der hier, dieser Worker macht das Low-Level IO-Handling, der ist vom Socket. Und der hier macht das Protokoll-Parsing. Also der guckt halt, welche Tool-Cats, Tool-Cat, was weiß ich, und Parsing weiter und so weiter. Wenn jetzt der abstürzt, da kann ich mir vom Socket lesen, der wird remote geschlossen. Dann geht das an den Supervisor hoch. Aha, der nimmt die anderen. Den Supervisor, den muss ich aufklären. Der kann jetzt nicht mehr Sinnvolles tun. Der kann das Protokoll nicht weiter parsen, wenn er nicht mehr vom Socket lesen kann. Dann, ist das nicht dann werden die einfach gekillt und er startet neu. Und das geht, weil Prozesse so billig sind. Die Verteilung basiert auf Nodes. Nodes sind einfach gestartete Runtimes. Nodes können miteinander kommunizieren, soweit sie das ein gemeinsames Geheimnis der sogenannten Cookie kennen. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, das nicht jeder Erlangung sich beliebig im Netz mit jedem verwenden kann. Das ist für die Programmierung einfach ist transparent. Also ich kann Prozesse Nachrichten schicken und ich weiß nicht, wo die sind. Sehe ich noch nicht. Und das Protokoll basiert halt dann normal auf TCP/IP. Die Open Telekom-Plattform, da habe ich mal erwähnt, hilft ein gewisse Dinge zu tun hier. Wichtig ist dabei, es gibt Supervisor, also das auch vorhin erwähnt, das muss ich nicht manuell machen. Dafür gibt es fertige Bibliotheken und da gibt es auch andere Strategien, als sagen, ich kill alles. Ich kann auch sagen, die anderen können weiterarbeiten, ich starte jetzt nur denen. Oder was passiert, wenn ich irgendeinen permanenten Fehler habe und die sterben immer wieder? Dann kann ich sagen, so, wenn er jetzt in 3 Minuten 15 Mal abgestürzt ist, dann beende ich auch den Supervisor und lasse es sein. Also gibt es halt verschiedene Strategien. Und es hilft mir dabei, Releases und Upgrades zu machen, also Pakete zu bauen und die im laufenden Betrieb auch einzuspielen, ohne den stoppen muss. Das ist nur nicht, dass ich Code nachladen kann, und zwar auf der Ebene des Moduls. Ich habe immer zwei gleichzeitig drin, einmal den alten und den neuen Code. Und dann gibt es einen kontrollierten Takeover. Wenn neuer Code geladen wird, der alte Code wird aus dem System entfernt, der Current wird zum Old und irgendwann werden alle Funktionen dann übergesprungen. Bei jedem neuen Funktionsaufruf gehen die dann in Kabel und irgendwann ist dann halt das ganze System auf den neuen. Sehr gut ist die Instrumentierung. Ich kann alles Mögliche aus dem System auslösen. Also irgendwelche Prozesse, wenn es alles einmal gestartet, wenn es einmal gestoppt, kann ich schauen, welche Nachrichten werden verschickt, kann ich in die Prozesse reingucken, welche Nachrichten hat er noch in seiner Mailbox überarbeitet, wie viel Speicher hat er, mit wem ist er verlinkt und so weiter. Ich kann eine interaktive Shell aufrufen auf seinem Knoten. Ich habe hier das SNMP-Protokoll, das Simple Network Management-Protokoll, mit dem ich halt, erkennt das jemand? Ja, das ist halt im Netzwerkbereich halt vorhanden, um die Netzwerke zu steuern. Dafür gibt es halt Tools, auf denen ich aufsetzen kann,
um halt sowas zu kontrollieren. OAM steht für Operation Administration and Management. Das heißt, die sind natürlich gut ähnlich. Naja, wer im Jahr ungefähr unterwegs ist, kennt vielleicht JX. Und das ist halt relativ ähnlich. Das heißt, man fängt eigentlich von Null an. Das Schöne ist, dass jetzt alles in einer mit sehr wenig Runtime-Overhead, dass ich das halt auch auf Produktionsmaschinen machen kann. Wo man vorsichtig sein muss, ist mit der interaktiven Shell. Ein schöner Beginnerfehler ist natürlich, dass man eben nicht von der Shell abbildet, sondern den Knoten aus dem Stock. Das ist mir auch am Anfang mal passiert. Das Gute ist, wenn man ein fehlertolerantes System ist, kann man damit leben, aber es gibt trotzdem keine Ahnung. So, zusammengefasst, was haben wir da? Wir haben alles um sehr robuste Systeme zu bauen. Und zwar eine hohe Nebenhaftigkeit und die auch verteilt sein. Wofür es nicht gut geeignet ist, und das liegt daran, hauptsächlich, dass es eine High-Level-Sprache ist, also kein Number-Crunching und auch keine Maximum-Performance-Requirements kann ich nicht erfüllen. Auch das auf den Gartner Heimflur. Das mit dem Number-Crunching habe ich erwähnt, weil als das hier oben war, das war so vor ein paar Jahren, da haben alle gedacht, oh, ich kann alle Cores ausnutzen, das ist super parallel, das ist super für Big Data. Nein, das ist nicht, weil ich kann damit halt keine schnellen Rechnungen anstellen. Da müssen immer hin und her probiert werden beim Message-Spaß, und das ist ganz absolut nicht geeignet. Und dann sind die Kurve deutlich wieder runter, weil ich nicht verdauert ich dann, wo ich hier gelandet. Das ist meine Einschätzung. So. Wie passt das jetzt nun zusammen? Okay, in Erlang und TP habe ich, da hat man vielleicht gesehen, es gibt viele Überschneidungen zu dem, welche Anforderungen ich an so Microservices auf der technischen Ebene habe. Also auf der organisatorischen Ebene kann mir das nicht helfen. Ich kann damit Erlang die Organisation ändern. Der kognitiven Ebene gibt es auch wenig Hilfe. Ja, die Programme sind kürzer, dadurch wird die Verständlichkeit vielleicht erhöht, aber das gilt auch für den Monolithen, das ist ein typisch Microservice. Aber das ist fehlertolerant, also Kommunikation, als Default-Modell. Ich habe unglaublich gute Monitoring-Möglichkeiten und ich habe die Tools, um Releases und Updates zu fahren. Und das habe ich halt in anderen Programmen als den Kunden. Das heißt, hiermit kann ich sofort loslegen und muss mich wenig um die Infrastrukturthemen des einzelnen Microservices kümmern. Deshalb passt das super zusammen und wir sollten alle Erlang nehmen. So, sagen wir noch, na, knappe 5 Minuten. Vielen Dank. Wenn noch Fragen haben, so wie Microsoft, das ist auch kein System. Microsoft ist das auch kein Ort. Steht ja im System vor der Frage, wie ich die Transaktionssicherheit herstelle. Ja. Wie gehe ich denn da bei Microsoft? Das ist gar nicht. Ah. Nein, also Kollege hat das vorhin auch dieselbe Frage im Seitentalk und hatte da gesagt, gut, dann System oder so. Das ist halt ein Kompromiss, den ich schließen muss. Ich würde das nicht machen. Das macht das System sehr komplex. Also Amazon sagt ja, uns ist egal, wir haben keine Transaktionssicherheit und wir sagen, okay, also Hauptsache der Warenkorb ist irgendwie sicher und ich kann eine, kann das später halt irgendwie manuell regeln, weil der Kunde anruft und sagt, das stimmt aber was bei der Transaktion. Also ich würde es jetzt nicht machen, wenn die Transaktion der lebensmittelische Systeme betrifft. Das sei ein Kompromiss, den man schließen muss, aber ich sage, wenn ich das als hartes Requirement habe, dann mache ich es besser nicht. Ja. Und wofür ich bei Microservices irgendwie noch keine schöne Lösung gesehen habe, ist dann, ich habe ja, wenn ich dann in einem Prozess arbeite, habe ich irgendwie meine Module und Pakete, aber kann das nicht versionieren und meine Abhängigkeiten deklarieren. Für Microservices das Ganze auf
nach unserem Gegenüber wäre irgendwie toll. Schon mal was gesehen? Das habe ich ja das Problem genannt. Es ist schwierig, also Abgewinnung. Das machen aber ein schönes, kann ich ehrlich gesagt noch nicht wissen. Was ich machen sollte, sind halt solche Patterns an die tolleren Glieder, das heißt, wenn Sachen dazukommen, in so einem Hafen, dass ich kombinieren kann. Aber sonst wird es noch schwierig. Wie gesagt, wir sind auf der Einprobe noch nach oben, da sind wir nicht alle da.